Chorherr hat sich nicht schuldig bekannt und hat auch bei seiner Befragung, die er jetzt vor ungefähr 20 Minuten hinter uns im Schwurgerichtssaal hatte, sehr nervös gezeigt. Er hat sehr viel gestikuliert und man hatte auch den Eindruck, er hat versucht, sich aus der ganzen Situation buchstäblich herauszureden. Das ist ihm nicht ganz gelungen. Er ist auch auf die Anklagepunkte noch einmal eingegangen, hat noch einmal betont, wie absurd die Vorwürfe seien, da ihm rund um die Gelder, die geflossen sind, eigentlich nur sein Verein im Mittelpunkt gestanden ist, Südafrika zu unterstützen, die Projekte, die dort geplant worden sind, das wäre sein zentrales Anliegen gewesen. Um noch einmal den Fall aufzurollen, es geht hier um Zahlungen, die Chorherr gefordert hat von Unternehmen, von Investoren. Diese sollten in seinen gemeinnützigen Verein investiert werden und dazu hat es dann entsprechend auch jetzt eine Anklage gegeben, denn die Unternehmer und Investoren, die hatten sich erhofft, dass er dafür bei Widmung oder auch bei Gemeinderatsbeschlüssen entsprechend positiv hinwirkt, also dass es in ihrem Interesse ausgeht. Hier ist die Anklage ganz klar von Seiten der Wirtschaft und Korruption Staatsanwaltschaft, dass Chorherr sehr wohl etwas gewusst hat, sehr wohl seine Finger im Spiel hat und sehr wohl Einfluss genommen hat auf Gemeinderatsbeschlüsse. Das streitet Chorherr allerdings ab. Er meint hier, er sei immer nur den Anweisungen gefolgt und hätte hier formal gar nicht die Möglichkeit gehabt, durchsetzende Entscheidungen zu treffen, so zumindest Chorherr. Die Anklage, die sieht das Ganze ein bisschen anders und meint auch, er hat es zwar ehrenamtlich für seine Unterstützung, für seinen Verein getan, aber ob das wirklich alles so ist, wie er es jetzt auch gerade versucht hat, während des Prozesses darzulegen, das bezweifelt die Staatsanwaltschaft sehr stark. Auch die zusätzlichen 9 Mitangeklagten, prominente Vertreter aus der Bauindustrie, aber natürlich auch Investoren und Unternehmer, allen voran René Benko, aber auch beispielsweise Michael Deuner, die sind heute ebenfalls auf der Anklagebank und auch noch 21 Verbände, die hier ebenfalls mit angeklagt worden sind, müssen sich vor Gericht verantworten. Es ist eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligten. Beim ersten Prozesstag, da hat man schon gemerkt, da war die Anspannung sehr groß. Auch heute beim zweiten Termin ist eine gewisse Anspannung zu spüren und die hat sich jetzt gerade auch noch einmal etwas bei der Befragung von Chorherr entladen. Er hat immer wieder versucht, die Situation zu erklären, hat viel Gesten, viele Bedeutungen versucht einfließen zu lassen. Aber ob das ganz so glaubwürdig war und ob der Richter und die Schöffen, die hier vor Ort sind, das auch so sehen werden, das wird dann die Zeit zeigen bei den nächsten Terminen. Und es kommen noch einige Termine auf uns zu. Insgesamt hat es geheißen, es sollen 11 Verhandlungstermine sein. Das Urteil, das wird für den 20. Dezember erwartet und die Haftstrafe, die hier allen Beteiligten drohen könnte, die ist auf jeden Fall sehr groß und zwar bis zu 10 Jahre Haft, hat es geheißen, könnte hier im schlimmsten Fall anberaumt werden. Das ist natürlich für die Angeklagten, allen voran für den Hauptangeklagten Chorherr, eine Situation, die sicher nicht ganz einfach zu verkraften ist. Und auch an der Stelle noch einmal der Appell von Chorherr, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Der einzige Fehler, den er eingestanden hat, das war, er war nämlich grüner Stadtplanungssprecher, dass man, als man in die Wiener Stadtregierung gekommen ist, 2010, dass er das Amt des Obmannes damals für den gemeinnützigen Verein nicht abgelehnt hat oder beziehungsweise abgelegt in diesem Fall. Bis 2018 ist er nämlich Obmann geblieben und das ist natürlich auch der Spielt oder der Zeitraum, in dem wir uns bewegen. Zwischen 2011 und 2018 ist er nämlich, und das ist auch bei der Wirtschaft und Korruption Staatsanwaltschaft, genau dieser Zeitraum, in dem diese sogenannten Spenden ausgezahlt worden sind, in Millionenhöhe 1,6 Millionen Euro lautet hier der Bericht der Anklage.